Hallo, ich bin hier gerade am Denkmal der ermordeten Juden Europas und hinter mir hier seht ihr, wie die Menschen sitzen. Sie sitzen auf den Stelen und manchmal gibt es auch Leute, die springen. Die springen von einer Stele zur anderen und am Anfang, als dieses Denkmal gerade fertig gebaut wurde. Da haben das ein paar Menschen gemacht und es gab eine große Kontroverse, ob es respektvoll ist. Und heute sieht man nicht mehr so viele Leute, die auf den Stelen stehen, aber ganz viele Leute sitzen auf den Stelen. Und jetzt ist es so, dass nicht sehr viele Leute ein Problem damit haben. Aber es ist eine interessante Frage. Ist es okay, auf einem Denkmal zu sitzen?